Internet. Bei uns in Deutschland läuft das ja so. Entweder du hast Internet, yay! Oder du hast Vodafone. Damit, hey Leute, ich bin's wieder, der lustige Mann aus dem Internet. Erinnert ihr euch noch daran, als Netflix und Co. während der Corona-Lockdowns die Bitrate gedrosselt haben, damit das Netz mit so viel fleißigen Homeoffice-Bienchen nicht überlastet wird? Da haben die ja unter anderem viel Lob aus allen Richtungen bekommen. Leute, ich habe Vodafone, die drosseln jeden Tag und kriegen auch keinen Friedensnobelpreis. Ist das nicht ein bisschen unfair? Und niedrige Bitrate? Ich nenne das WLAN. Und wisst ihr noch, als im Zuge von Artikel 13 und 17 und Co. die Maximalgröße für unlizenzierte Vorschaubilder auf 128 x 128 Pixel festgelegt werden sollte? 128 Pixel? Ich kenne das als... Ah, der Nachbar schaut auch Netflix. Aber macht euch keine Sorgen. Wir alle wissen, dass sich die Digitalisierung rasant entwickelt. Wir alle. Alle 1730, die das Video rasant gesehen haben, lieber YouTube-Kanal der Bundesregierung. 1730. Oder wie ich sage, mein Ping. Denn diese rasante Entwicklung der Digitalisierung ist leider in meiner Dose stecken geblieben. Aber hey, die Übernahme der Maschinen wird so kein Problem. Stellt euch vor, da kommt so eine Cloud-Neural-Engine-Gurke um die Ecke, hebt die Waffe, zielt auf euch und kriegt dann keine Verbindung zum DNS hin. Und ruft dann bei der Hotline an und fragt: Why do you do this? Why is it on IPv4? Yes, I have tried to turn it off and on again. Und dann löst die sich in der 5er Bitrate auf. Einmal weg! Die sind 1969 auf dem Mond gelandet, mit einem Computer, der weniger Leistung hat als mein Wecker. Komplett ohne Internet. Und heute scheint das ein Problem zu sein, ein funktionierendes Kabel durch die Erde bis zu meinem Haus zu legen. Erde, nicht Mond, nicht Mars, Erde! Aber hast du dieses Problem auch? Mach dir keine Sorgen. Hatte die Polizei Schleswig-Holstein mit Vodafone auch. Denen ist aber nicht nur das YouTube-Video abgeschnitten. Sondern direkt der komplette Notruf. Überall Explosion, Gangster, Überfall. Und wer hätte gedacht, dass die Birch von Vodafone gestartet wird. Und Jörg sitzt da einfach nur rum und hört nur... Ne, was hat die Polizei da gesagt? Ich finde es relativ scharf. Ich werde jetzt jeden Monat, wenn Vodafone abbucht, bei mir den Vodafone-Tag feiern. Ursache war damals eine technische Störung und ich bin ja schon froh, dass das kein Vorsatz war, Vodafone, wie bei allen anderen. Wirklich, Jack Sparrows Kompass würde mir die Richtung zum nächsten Wi-Fi-Hotspot zeigen, weil ich zu Hause einfach immer noch kein vernünftiges Internet habe. 2022. Und ich bin mir sicher, ihr habt diese Story auch erlebt. Also, wenn du mir jetzt einfach deine Internetsleidensgeschichte unten reinschreiben könntest, wäre toll. Geteiltes Leid ist ja halbes Leid. Gut, kannst halt nicht, du hast ja auch kein Netz. Aber ernsthaft, ne? Schreib mal unter das Video, von wem du Internet kriegst oder eben nicht und was eigentlich falsch läuft, weil diese Firmen müssen sich solche Videos anschauen. Jungs, die haben uns. Muss los. Die folgen mir auf Twitter. Die Serviceabteilung muss sich den Kack hier reinziehen und vielleicht lernen die ja was draus oder wir können die einfach so beleidigen. Lies dir mal unter dem Video ein paar dieser Stories durch oder such einfach mal auf YouTube nach Vodafone und dann verstehst du, du vielleicht glückliches Wesen mit funktionierendem Internet auch, warum wir uns heute die Frage stellen, Vodafone, was ist falsch mit dir? Und ja, meine Geschichte geht heute um Vodafone, aber da draußen gibt es ja noch genug Internetanbieter. Es sei denn, du bist Kabelkunde. Dann gibt es faktisch nur Telekolumbia und Vodafone, weil die alles aufgekauft haben. Seriöses System, erstmal alles aufkaufen, Monopol haben und dann einfach die Beine hochlegen und die Störungskarte anschauen und sich freuen, wie schön bunt die heute ist. Und dann rufen die bei der Bahn an, um die Störungskarte zu vergleichen. Die spielen Quartett mit den Wochenkarten, Alter. 5000 Ausfälle in Spandau, Stich! Und ja, es ist kein einziger Tag ohne großflächige Vodafone-Störung vergangen. Keiner. Das sieht aus wie eine Corona-Hotspot-Map, aber mit ohne Internet. Mist mal die Inzidenz, Lauterbach. In der Beziehung zwischen mir und Internet haben die definitiv die Dose aus. Und ein normaler Tag mit Vodafone sieht dabei so aus. Nutzt keiner Internet, dann gibt es auch fast keine Störungen. Perfekt, sieht bei der Telekom übrigens ähnlich aus, nur haben die mehr Kunden und weniger Probleme. What? What the f***? Wirklich, Clickbait ist ja das eine, aber Vodafone macht bei mir zu Hause einfach Waitbait. Alles, was ich mir anschauen will, sieht aus wie ein Thumbnail von Fame Army. Ich habe letztens Breaking Bad angefangen, wurde mir viel empfohlen und ich sag mal so, die Cliffhanger nerven schon. Aber Random Hanger sind echt insane. Hab überlegt, mir die restlichen Staffeln auf Super 8 Film zu kaufen und via Kurbelprojektor nicht mehr auf mein Internet angewiesen zu sein. Und dann machen die mit sowas Werbung. Von den schönen Dingen kann man nie genug. Ich krieg noch nicht nie genug. Ich krieg's einfach gar nicht. Jeder Streamer, den ich kenne, der Vodafone nutzt, hat echt viel. Unfreiwillig Urlaub. Oder einfach eine zweite Leitung. By the way, Lost, wer sagte, könnte dich streamen und sie nicht einfach von 12 Prime Subs einfach mal Unlimited LTE als Backup holt. Ja, ich schäme euch alle. Das ist doch euer Job, oder? Aber das ist ja eigentlich nicht der Punkt. Ich sollte ja nicht doppelt zahlen müssen. Vodafone? Oder Internet. Aber dann liest sich das ja wiederum immer so schmackhaft. Ultimative Geschwindigkeiten über die olle alte TV-Verkabelung von 1910. Ansonsten würden uns die Zahlen reichen. 2. Anbieter ja Nichtverträge wie Red Business 1000 mit 1000 Mbits empfehlen. Vodafone Red. Gut, dass alles drin ist. Alles. Außer irgendwas. Und bloß kein WLAN. Kommen wir gleich noch zu. Aber was ist besser als ein schlechtes Internet? Richtig. Zwei schlechte Internet. Deswegen ist der Mobilempfang in Deutschland auch direkt Shit. Aber weißt du, wofür es sich lohnt, die mobilen Daten zu opfern? Doppelt sparen und
absahen mit meinem 2-für-1-Deal bei Just Legends! Klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder scannt diesen sexy QR-Code und gönnt dir smarte Gaming Nutrition, Energy Bites, Booster, Milkshakes und noch viel mehr! Mit meinem Code MALTE2 gibt's dabei, wie der Name schon vermuten lässt, 2 Booster, 2 Milkshake oder jeweils eine Milkshake und eine Booster-Einzeldose zum Preis von einer! Und ja, das deckt natürlich 4-für-2, 6-für-3 und so weiter und so fort. Von dieser Aktion sind aber Bundles und Co. ausgeschlossen und das Angebot gilt nur noch bis zum 31.05. Also hopp hopp, damit das auch mit Internet Explorer und Kabel-Internet klappt! Außerdem ist Milkshake-Woche! Und das bedeutet 5 Euro Rabatt auf alle Milkshakes zu feiern, dass Cookies and Cream wieder da ist. Diesen Geschmack habt ihr nämlich einfach frech komplett leer gekauft. GG! Wenn ihr jetzt also 2 Milkshakes kauft, dann bekommt ihr mit Malte 2 für 5 Euro weniger als eine Dose regulär einfach mal beide. Krass, das ist ein guter Deal. Den willst du auf keinen Fall verpassen? Dann klickt doch mal möglichst lagfrei auf den letzten Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar, scan den QR-Code und wenn es im Internet zulässt, gönn. Diese Geschwindigkeiten beziehen sich aber immer nur auf den Knotenpunkt und gelten nur, wenn alle anderen in deiner Gegend gestorben sind. Ich hatte mal einen richtig starken Vodafone-Vertrag, aber in der Straße gab es nichts anderes. Also hat jeder Vodafone und das bedeutet, ab 19 Uhr geht nichts, weil jeder und sein Hund auf meiner Straße was auf Netflix guckt. Stellt euch vor, ich verkaufe euch eine Heizung, aber die macht nicht warm, wenn Oma nebenan den Arthritisfuß einweicht. Cool. Haben die der Polizei da auch erzählt, ne? War halt überlastet, die eine Leitung, weil irgendjemand ein Rasenmäher-Tutorial mit 128 Pixeln schauen wollte. Die Netzstörung ist bekannt und ein Techniker kümmert sich. Da ändert die Ansage, nicht ein Techniker kümmert sich, sondern der eine. Aber wir sind die Polizei. Das Internet ist für uns alle Neuland. Ich meine, was willst du da auch machen? Dich auf Twitter beschweren? Doch, kannst ja nicht ohne Internet. Und gehen wir mal davon aus, du hast es tatsächlich geschafft, dass ein Techniker zu dir nach Hause kommt und dir dann Internet anschließt. Er war zwar 3 Wochen zu spät, hat vorher keine SMS rumgeschickt, du musstest der Hausverwaltung dein Erstgeborenes opfern, damit du den Zugang zum Krieg-Keller kriegst, in dem eine 200 Jahre alte mumifizierte Steckdose mit Vodafone-Aufschrift hängt, er aber nicht rein muss und literally nur 20 Minuten seine Arschritze nach oben streckt und auf dem iPad die Verbindung prüft. Und der Mist, das Internet ist da. Er geht, das Internet ist weg. Der hat das mitgenommen. Aber wenn es nicht gerade eine normale Uhrzeit ist, hast du vielleicht wirklich irgendwann mal Internet. Mehr Paketverluste als Amazon Logistics auf einer Routine-Tour durch Nordamerika, aber hey, Internet. Damals. Gestern musste ich bei Vodafone auch noch 2 Euro im Monat für die WLAN-Funktion meines Routers zahlen. Kein Scheiß, 2 Euro für WLAN. Das ist schon in meinem Modem drin, Alter. Ich muss monatlich bezahlen. Nur damit das dann irgendjemand in der Software freischaltet. Wieso? Damit ich auf dem Dinger noch ein Spiegelei braten kann? Ungelogen, ist mein erster Vodafone-Router einfach so krass gelb geworden, weil er warm wurde, als ich eine Word-Datei hochgeladen habe. Und ich sehe jetzt schon irgendwelche Pseudo-ITler reinschreiben. Fritzbox! Ja, ich habe auch Bock, jemanden zu boxen. Ich will doch nicht direkt ein extra besseres Gerät kaufen. Kann ich einfach ein Gerät dabei sein, was auch alle Funktionen freigeschaltet hat? Also ab bis 2022 noch Luxus ist, WLAN zu haben. WLAN, gib mir 5G oder so. Und wenn man umzieht, bezahlt man 50 Euro. Für was? Ihr schaltet einen Knopf um, damit mein Internet jetzt nicht mehr in der alten Wohnung Fehler hat, sondern in der neuen nicht mehr ankommt. Und Umzug ist nicht automatisch ein Kündigungsgrund, ist klar. Gut, ne, dann rufe ich einfach an, wenn was nicht klappt. Mit meinem Handy, hört mir auf, irgendeine Festnetz-Scheiße anzudrehen. Ich will das nicht. Ich habe schon ein Telefon. Ich will nur das bezahlen, was ich auch brauche. Die 9 Cent spare ich mir, ihr Wichser. 9 Cent. Oder wie ihr es nennt, 5% WLAN. Dann sind wir in der Hotline. Dann warten wir in der Hotline und sind beim guten alten. Dauert 12 Stunden und währenddessen wechseln sich entspannte binaurale Panflötentöne mit einem monotonen Komm, leg auf, du Affe, hat gar keiner Bock ab. Schönstes Gefühl immer noch, wenn dir über einen Zeitraum von 50 Minuten die Warteschleife platzt, 9 bis 1 runterzählt und dann einfach nach einmal Tuten auflegt. Warum? Aber wenn ich euch anders erreichen will, kann ich euch ja einfach beim Kundenportal schreiben oder auch nicht. Frag Julia. Nein, ich weiß gar nicht, was ich dir fragen soll. Ich will nur, dass du weißt, dass ich enttäuscht bin, Julia. Kommen wir nochmal runter vom Rant Ross und besinnen uns auf die Anfänge, als die ersten Menschen ihre Modems noch aus Stein gebaut haben. Es heißt manchmal so richtig schön philosophisch. Kein Internet ohne Einstein. Der Mann hat viele für uns immer noch relevante physikalische Gesetze beobachtet und formuliert. Er ist also tatsächlich auch irgendwie Mitbegründer für viele der technischen Entwicklungen, die wichtig für das Internet sind. Zum Beispiel die Relativitätstheorie. Wenn du schnell genug einschläfst, merkst du gar nicht, dass Vodafone von 8 bis 8 die Server rebootet. Er ist damit also auch im Geiste ein Mitbegründer und Vorbild aller moderner Kommunikationsanbieter. Und er hat seine eigene Cousine geheiratet und da kann man sich jetzt überlegen, wo sich Vodafone beim Vorbild bedient hat. Und wenn ich mir das so anschaue, die liest ihre eigenen Tochterfirmen. Vodafone übernahm um die 2000er das gesamte Netzgeschäft von Mannesmann, 2015 Kabel Deutschland, 2019 folgte Unity Media und pretty much alles, was nicht beim Monopol von der Telekom rumliegt. Die sind wie Disney, aber mit schlechtem Internet, Alter. Mannesmann ist jetzt erektiler Dysfunk, Kabel Deutschland, Kabel nur zum Vorderhaus Deutschland und Unity Media wurde zu Unity Media lädt leider nicht mehr. Keiner dieser Firmen hat noch den Ruf von stabilem Upload. Und bei Mannesmann war das sogar eine feindliche Übernahme. Vodafone ist also ein bisschen der Napoleon des Internets. Napoleon, sagen da manche. Ich zum Beispiel. Nur ich. Andere sagen, wenig wie die Vodafone. Ich kam, ich sah, ich. Außerdem hat Vodafone schon mehrmals gegen die Netzneutralität verstoßen, hatte Probleme mit irreführender Werbung und unsauberem Kundenfang und Datenschutz ist denen auch nicht ganz so wichtig. Alles in allem eine weiße Weste, aber Bluttropfen drauf. Deswegen auch das Logo. O2 can do und Vodafone drosseln und drosseln lassen. Oder drosseln.
Und der eigentliche Auslöser für dieses Video ist noch dümmer als mir was zu verkaufen, was faktisch nicht vernünftig bei mir ankommt. Jedes Jahr muss ich eine Steuererklärung machen. Das weiß Vodafone. Jedes Jahr muss ich mir die Rechnung der letzten Monate runterladen. Auch das weiß Vodafone. Vodafone bietet mir nur die letzten 13 Monate kostenlos zum Download an. Und die wissen genau, dass ich nicht halbjährig meine Steuern mache, sondern einmal im Jahr, viel zu spät, irgendwann im November fürs letzte Jahr. Das sind mehr als 13 Monate. Und überall kriege ich kostenlos natürlich meine Rechnung, auch von den letzten 4 Jahren, wenn ich die brauche. Und bei Vodafone? Jede weitere Rechnung geht nur via Post. Ja, fick doch aufs Klima. Und kostet 5 Euro. Ja, fick doch meinen Geldbeutel. Und die ganzen Rechnungen sind ja noch da. Das ist ein 12 Kilobyte PDF. Ich zahle 5 Euro, damit das irgendein Affe aus der 0 eine 1 macht und mir das dann per Post schickt. Am besten lädst du deine Rechnung regelmäßig als PDF-Datei herunter. Vodafone, komm mal her. Ihr blöden Wichser! Und wisst ihr, wie lange ich mit eurem Drecksnetz brauche, mir die Scheiße überhaupt runterzuladen? Ich habe jetzt gekündigt. Yay! Aber wisst ihr, was die wieder haben wollen? Den Router. Den Router, den ich vor 4 Jahren dazu bekommen habe, für den ich jeden Monat 2 Euro WLAN bezahlen musste. Wisst ihr, warum ich weiß, dass ich den zurückschicken muss? Weil die mir eine Mail geschrieben haben. Ach, da geht eine Mail aber bei meiner Rechnung nicht. Und kein Brief, wie sonst bei allem. Nein, eine E-Mail. Das stand nicht mal in meinem Kundencenter. Die Mail war im Spam-Ordner. Ob ich jetzt über 100 Euro für einen alten Router bezahlen muss? Oh ja. Und der hat beim Ankommen schon geklungen, als hätte da wer eine Schaufel Sand reingeschüttet. Neuprodukt, mein Arsch. Das hat vorher irgendein Rentner durch die Wohnung geworfen. Ich hatte ungelogen noch einen Rückbrief von irgendeinem Rentner mal in dem Gerät, in der Verpackung dabei, der erklärt, dass seine Tochter den falschen Vertrag abgeschlossen hat und es ihm leid tut. Die haben die Packung immer aufgemacht. Vodafone. So geht das nicht. Bei euch ist wirklich eine Menge falsch. Und hier ist noch viel mehr falsch. Zum Beispiel mit DHL oder Edding. Das ist eine Menge falsch. Aber Vodafone. Und was ich euch noch sagen wollte. Vodafone. Es